Hallöle, ihr Lieben, und ein herzerfrischendes Moin Moin an alle Durchgeknallten. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sailor Moon Another Story. Beim letzten Mal haben wir das kleine Abenteuer als Sailor Mercury beendet und haben jetzt die Kontrolle über Sailor Mars übernommen. Dabei habe ich mich hier ein bisschen umgesehen und hatte schon mal versucht, ein bisschen zu leveln und habe festgestellt, das war auf den ersten Blick erstmal keine gute Idee. Zwischen den Folgen habe ich jetzt gelevelt, was aber ich festgestellt habe, wie ich es schon mal gesagt habe, der Schwierigkeitsgrad ist wirklich abartig. Und damit meine ich nicht, dass das Spiel jetzt absurd schwer ist, sondern die Level sind einfach unglaublich schlecht getuned. Also ihr habt das ja beim letzten Mal gesehen, ich bin hier oben kurz lang gegangen und der erstbeste Gegner hier hat mich quasi mit zwei Schlägen über die Wupper geschickt. Ich habe das Problem dann gelöst, indem ich so ein paar Accessoires angezogen habe, die wir noch aus dem Abenteuer mit Sailor Mercury im Inventar hatten. Und dadurch wurde Sailor Mars nur so ein bisschen stärker. Aber das war gerade genug, dass sie in der Lage war, ein paar Gegner zu besiegen. Und nach einem Level-Up waren die Gegner auch schon überhaupt kein Problem mehr. Also es ist abartig schlecht getuned. Ich habe jetzt gelevelt bis Level 16, weil Level 15 war mit Sailor Mercury vorhin ja noch ein bisschen wenig. Der zweite Kampf gegen Nabu war ja ganz schön heftig. Also dachte ich mir, diesmal vorsichtshalber Level 16. Items habe ich diesmal nicht so viele gefunden, dafür unfassbar viele Yen. Und ich habe wieder ein paar Puzzleteile gefunden. Und wie ihr seht, jetzt fehlen nur noch 4. Es dauert also nicht mehr lange. Ich hoffe, ich werde es onscreen erleben, dass wir mehr Puzzleteile finden. So. Wir sollten zum Haus eines Ältesten. Das wollen wir jetzt mal suchen. Ich habe mich hier noch nicht großartig umgesehen. Ich habe einmal gesehen, es gibt einen Shop, aber da gab es nichts Interessantes zu kaufen. Und ja, hier sind Leute. Farek ist der Enkelsohn des ältesten Mannes des Dorfes. Er ist komplett unberührbar. Sind wir in Indien? Kann das sein? Die Atmosphäre hier ist so dünn. Bis du das Ende deiner Reise erreicht, wird es sehr gefährlich sein. Bereite dein Herz vor und verlangsame deine Atmung. Okay. Interessant. Und du so? Jadeite Summer war jemand mit einem, der einen sehr mächtigen Stein hatte. Selbst wenn sein Körper zerstört wurde, wird sein Herz weiterleben. Okay, die kennen Jadeite? Dies ist das Geisterdorf von Yaga, wo es wichtig ist, ein edles Herz zu haben. Aha. Na gut, edles Herz, da braucht sich Sailor Mars ja überhaupt keine Sorgen machen. Zumindest wenn wir von der Manga-Mars ausgehen. Die Anime-Mars? Naja. Okay, das übersetze ich jetzt mal genauso blöd, wie es da steht. Ich erforsche Zeug über Suppe. Ich versuche, die beste Suppe zu machen, damit ich jeden fröhlich machen kann. Okay. Ja, jedem sein Hobby. Da will ich gar kein Urteil drüber fällen. Gut. Suppe ist nützlicher als Let's Plays, so kann man es auch sehen, ne? Okay, den Dialog hatten wir schon. So, was gibt's hier? Kochst du auch Suppe? Oh, hier ist überhaupt keiner. Ach, ich glaube, das war das. Nee. Okay, da war nix. Glaube ich. Und was gibt's hier? Hier gibt's auch nix. In den Krügen ist auch nix. Ich glaube, das Prinzip, dass in Krügen was sein kann, gibt es in diesem Spiel nicht. Sind das Kisten oder Stühle? Na, wahrscheinlich eher Stühle. Kisten? Also die typischen Schatzkisten für JRPGs gibt es hier auch sehr wenige. Haben wir bis jetzt noch nicht viele von gesehen. Aber andererseits ist das Spiel ja auch noch nicht sehr fortgeschritten. Also wir sind noch nicht sehr weit gekommen, meine ich damit. So, wer bist du? Bist du so geworden wie Jadeite Sama? Was willst du damit sagen? Okay. Das Haus sieht wichtig aus. Da gehen wir mal rein. Kocht ihr auch Suppe? Wer bist du? Farek fragt den Ältesten, ob er gehen kann. Bitte geh jetzt zurück. Hä? Achso, hier gibt es einen Nebenraum. Ah!
Hä? Fühlst du dich jetzt besser? Ich nehme mal an, der Mann spricht. Du bist der Älteste von Jager Village, also vom Jagerdorf, richtig? Ich fühle mich viel besser. Ich danke dir. Oh, cool. Der Sprite verbeugt sich. Vielen, vielen Dank. In der Tat, aber warum warst du, ein Mädchen, so alleine an diesem Ort? Ich kann dir meine Gründe leider nicht sagen, aber ich danke dir für deine Hilfe. Entschuldige die Unterbrechung, aber ich muss noch etwas wissen. Ja? Natürlich, ich verstehe. Warum bist du zu diesem Ort gekommen? Jemand, der für mich sehr wichtig ist, ist sehr krank, so. Um ihn zu heilen, brauche ich einen speziellen Stein, der Jadeite genannt wird. Farek, hast du jemals von so einem Stein gehört? Nein, aber vielleicht könnten wir den Hohen Priester im Takra-Kub-Tempel fragen. Wo ist dieser Tempel von Takra-Kub? Das ist der Tempel, wo du vorher warst. Der Tempel von vorhin? Also von vorher? Ich will da wirklich nicht nochmal hin. Seufzt. But it can't be helped. Ach so. Aber sonst kann mir keiner helfen, oder? Durchlassen, glaube ich. Putzig. Was zum Teufel? Was ist denn? Frauen können da nicht alleine hingehen. Oh je. Aber ich bin... Kannst du nicht zuhören? Ich werde an deiner Stelle gehen. Das ist viel zu gefährlich für dich. Der Feind denkt nicht zweimal darüber nach, dich zu killen. Dich zu töten. Du bist aber ganz schön stur. Ja, das ist sie. Es wäre viel einfacher, wenn du zuhören würdest. Oder gehorchen würdest? Na, zuhören, glaube ich. Weißt du denn überhaupt, wie der Dai Sojo aussieht? Das ist, nee, weiß ich nicht. Aber es wird gefährlich sein. Es wird gefährlich sein, aber könntest du mit mir kommen? Du hörst nie zu, oder? Irgendwie verstehe ich den Dialog gerade nicht. Aber gut. Okay. Wir sollen zu so einem Tempel gehen. Auf zum Tempel. Dann nix wie hin. Ich werde dann noch... Genau, wir kriegen jetzt Kämpfe und dann zeige ich auch mal die Attacken von Sailor Mars. So, dieser Gegner heißt Game Center und ich glaube, es ist der Roboter des Teufels. So, wir benutzen Fire Soul, also die erste Attacke. Quasi Feuerball fliegt. Ja, und das wäre vorher nicht möglich gewesen. Die Gegner waren halt... abartig zu stark. Make up. Und da haben wir zwei Gegner. Das bedeutet, ich zeig mal gleich, wir haben nämlich eine Mehrfach-Zielattacke und zwar Burning Mandala, also Feuerringe. Und die ist abartig stark. Heilige. So, wo geht's weiter? Hier ist erstmal nichts. Ist hier was? Nein. Keine Geheimnisse. Es ist immer geradeaus irgendwie in diesem Spiel. Nicht unbedingt so. Wieder nur ein Gegner. Dann zeige ich jetzt mal Fire Soul Bird. Die Attacke kenne ich eigentlich nur dem Namen nach. Aber sie ist stark. Starke Attacken finde ich gut. So, weiter geht's. Hier ist eine Höhle. Gehen wir mal rein. Neue Musik.
Okay. Hat hier Gegner? Hm, sieht fast nicht so aus. Ah, doch, hat Gegner. Und was haben wir hier? Die Gegner sehen neu aus. Und ich glaube, das sind auch tatsächlich mal keine Yoma oder sonstigen Gegner, die man jetzt kennt. Egal, wir benutzen wieder Burning Mandala und damit ist das Thema wahrscheinlich gleich erledigt. Make up! Spannende Kämpfe, nicht wahr? Ich hoffe, alle Sentry haben eine Mehrfach-Zielattacke, sonst könnte das irgendwann ätzend werden, weil ich denke, ich muss mit allen so ein Solo-Abenteuer bestehen. Und ja, das ist bei Jupiter kein Problem. Die hat bestimmt eine Mehrfach-Zielattacke. Mir fällt aber gerade keine Attacke von Venus ein, die wahrscheinlich eine Mehrfach-Zielattacke ist. Naja, Love Me Chain vielleicht. Na, werden wir sehen. Ja, wir haben noch eine Attacke, die habe ich noch nicht gezeigt. Die zeige ich dann bei erster Gelegenheit. Ich meine, wir werden wahrscheinlich am Ende dieser Mission wieder gegen eine der Opposito Senshi kämpfen. Und spätestens dann habe ich ja Gelegenheit, das zu zeigen. Und ihr seht, Mars hat verglichen mit Mercury wesentlich mehr Lebenspunkte und ist auch, glaube ich, körperlich stärker. Na komm, ich zeige es jetzt mal. Wir haben noch Mars Snake Fire. Kostet 6 Punkte und ist sehr stark. Macht bei den Gegnern aber anscheinend keinen Unterschied. So, und den haue ich jetzt vergleichsweise einfach. Ja, macht auch ganz ordentlich Schaden. Gut, hier ist schon mal der falsche Weg. Gut, ich weiß noch nicht mal, ob die Höhle überhaupt der Weg ist, ob wir da überhaupt schon irgendwas machen können. So. Die restliche Strategie dieses Parts wird sein, einfach jeden Kampf mit Burning Mandala sofort zu beenden. Nee, da war ich, glaube ich. So, hier vielleicht? Oh, ja, die Zufallskämpfe, sind sie nicht schön? Findet ihr sie auch so toll? Schreibt es doch mal in die Kommentare, ob ihr die Zufallskämpfe genauso spannend und abwechslungsreich findet wie ich. Der irgendwie auf jeder Map irgendwie nur 2 verschiedene Encounter gibt. Meine Herren, das hört, die Höhle hört überhaupt nicht auf. Oh, jetzt haben wir wieder diesen... Ihr seht, wir haben wieder diesen fiesen Fehler, der die Kämpfe jetzt so extrem langsam macht. Ich zeig das jetzt einmal, so schlimm ist das. Ich weiß auch nicht, wie wir den beheben können. Ich fürchte, den müssen wir jetzt tatsächlich mitschleppen, bis wir das nächste Mal einen Speicherpunkt kriegen. Oder? Ne, der ist jetzt wieder normal schnell. Gibt's halt einfach manchmal diesen Fehler, aber ich denke, da kann ich mit leben und ihr wahrscheinlich auch. Falls einer weiß, kann ich aber gerne mal schreiben, ob ihr wisst, was diesen Fehler auslöst und ob man das verhindern kann. Also langsam glaube ich, diese ganze Höhle ist einfach nur... Verlade und hier gibt es überhaupt nichts. Ja, jetzt passiert es wieder. So, ich habe den Kampf jetzt ein bisschen beschleunigt. Wir hatten gerade ein Level up. Wir sind jetzt Level 17 und wie viele Puzzleteile haben wir inzwischen? Immer noch 4, die fehlen. Also wir haben jetzt keine weiteren gefunden. Ich glaube, die Höhle ist wirklich komplett eine Sackgasse. Immerhin finden wir hier haufenweise von diesem Lebenswasser. Ich gehe jetzt aus der Höhle wieder raus, wenn ich so schnell den Ausgang finde. So, den Kampf habt ihr überhaupt nicht gesehen. Den gab es überhaupt nicht, oder? Habt ihr gar nicht gesehen. Ja, viel zu viele Zufallskämpfe. Ich muss mir abgewöhnen, die zu beschleunigen, weil das ist nicht gut.
Ganz schlechter Stil. Oh, das ist Avocado-Lore, der eine da. Das ist ein interessanter Gegner. Aus der zweiten Staffel, ein Droido. Über den Namen sage ich jetzt mal nichts. Avocado-Lore. Ja. Oder sage ich's doch? Ja, komm, ich. Es wird ja im Podcast nicht vorkommen, weil es ja Staffel 2 ist. Oh, sorry, jetzt habe ich schon wieder so instinktiv den Turbo-Knopf gedrückt. Einfach um das schnell umgehen zu lassen. So. Hier ist wieder ein Dorf. Und da ist ein Inn. Das brauchen wir nicht. Was gibt's denn hier noch? So, hier ist der Tempel. Was bist du? Vor einiger Zeit ist ein Eindringling in den Tempel von Takrakub gekommen. Hast du die Person irgendwo gesehen? Nein. Ja. Was? Vielleicht ist sie diesen Weg gegangen. Okay. Lustig. Dann gehen wir mal rein. Ein Lunapie, Gott sei Dank. Will ich speichern? Ja, ich möchte speichern. Und ja, ich denke, ich gehe jetzt einfach mal genau den Weg, den wir schon mal gegangen sind. Lalala. So, hier ist dieser komische Stein, der uns nicht mag. Können wir da irgendwas mitmachen? Nein. Okay. Ist hier sonst noch was? Anscheinend ist hier gar nichts. Ein schöner großer Tempel und keiner ist drin. Oh, was ist das? Das sieht interessant aus. Ist das hier auch? Nee, die sieht anders aus. Was ist das? Das ist es. Das ist der Hohepriester. Aber was zum Teufel? Er wurde in Stein verwandelt? Wer könnte sowas tun? Was? Sicher, wenn du Jade als Stein gefunden hättest, hätte das sicherlich einige Leute angenervt. So müsste ich es jetzt übersetzen. Ja, das ist. Aber sie wissen nicht, dass ich hier bin. Wenn sie dich hier bemerkt haben, werden sie es wissen. Aha. Aber wer würde irgendwas jemandem antun, der in das Ganze überhaupt nicht verwickelt ist? Bist du in Ordnung? Hä? Irgendwie ist das hier die Folge der seltsamen Dialoge. Ja, aber der Hohepriester scheint nicht tot zu sein. Mars, was ist los? Dein Gesicht ist ganz rot. Ja, es ist nichts. Ist der Hohepriester hier sicher? Ja, du hast mich gerade auf eine Idee gebracht. Wenn wir die Gedanken des Hohenpriesters analysieren, erforschen, werden wir wissen, wie wir ihn zurückverwandeln können. Aha. Gemetu Rorobi, free me, please. Befreie mich. Sorry. Ich verstehe. Der Gemetus Rubi. Gemetus, hat das was mit Gem zu tun? Das wäre allerdings sehr lame. Der Gemetus Rubin wird ihn befreien. Oder befreit ihn. Natürlich! Die Quelle der bösen Energie war von dem Rubin. Der Gemetus Rubin muss ihn in den Stein verwandelt haben. Ja. Ah, der Rubin! Gegen wen? Gegen den Priester. Okay. Lassen wir das mal so stehen. Warte. 100 Erfahrungspunkte. Das ist ganz schön viel. Wir haben es geschafft. Wir haben den Yoma aus dem Rubin besiegt. Und die Leute, die er kontrolliert hat, werden wieder normal. Fufun. Aha.
Du meinst vielleicht, du hast es geschafft, aber... Wer ist da? Mein Name ist Nergal. Ich bin Anshasamas vertrauter Diener und du bist die Senshi, die ich töten muss. Warum tust du alle diese gemeinen Dinge? Wir haben uns selbst überprüft und mein Mörder mal... Und jetzt ist der Test vorüber. Oh Mann, irgendwie... Entweder bin ich so blöd oder die Dialoge sind so blöd. Vielleicht wahrscheinlich beides. Jetzt ist es Zeit für die echte Vorstellung. Aha. Und wir starten mit dir. Fahr weg! Kümmer dich nicht um mich, kümmer dich um dieses Mädchen. Aber tu es schnell, ich werde schon in Ordnung sein. Mach sie fertig. Halt die Klappe. Oh, Phobos und Deimos. Phobos, Deimos, beschützt Farek. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die Raben nochmal eine Rolle spielen. Was für nervige Raben. Verschwindet! Okay. Hat die jetzt Phobos und Deimos getötet? Das wäre allerdings heftig. Ich nehme diesen Kerl mit und wenn du ihn zurückhaben willst, komm nach Kritayuga. Sonna. Keine Ahnung. Phobos. Deimos. Farek. Ah! Der Gemetos-Rubin. Sorry, manchmal lese ich aus Versehen das Englische vor. Ah, das ist jetzt der echte Hohepriester. Hohepriester! Du warst es, die mich befreit hat, nicht wahr? Du hast uns alle befreit. Ich danke dir vielmals. Wenn du irgendwas von mir brauchst, frag einfach. Kritayuga. Wo ist Kritayuga? Kritayuga ist der Name einer Ruine im Norden des Dorfes, das Yaga genannt wird. Aber Yaga selbst ist inzwischen eine Ruine. Das Dorf von Kritayuga war in alten Zeiten ein Ort des Gebets für einen Gott namens Jadeite. Nur der genaue Ort ist... Warte eine Sekunde. Hast du gerade gesagt, das Jagerdorf ist eine Ruine? Das ist nicht möglich. Ich war doch vor kurzem noch da. Ich muss zurück nach Jager Village. Sofort. Jager Village ist eine Ruine seit mindestens 50 Jahren. Aber... Willst du nach Kritayuga gehen? Ja, ich muss. Wenn das der Fall ist, dann nimm bitte das hier. Wir haben das Daisojo Token erhalten. Also Token heißt irgendwie, heißt glaube ich wörtlich Pfandmünze, aber jetzt will ich jetzt auch wissen, was das ist. Ist das ein normales Item oder ist das ein Rare Item? Ja, was ist das? Okay. Dann gehen wir mal dahin, würde ich sagen. Ich hab schon fast gedacht, die Folge wird sehr kurz, weil wir schon fertig sind, habe ich fast schon gedacht. Aber wir haben noch unfassbar viele Zufallskämpfe vor uns, wette ich. Naja! Make up! So, aber warum ist das Dorf eine Ruine? Das kann doch nicht sein. Wir waren da doch. Da haben wir doch Farek getroffen. Irgendwas stimmt da jetzt nicht. Entweder stimmt was in der Übersetzung nicht oder irgendwas wird uns verheimlicht. Wäre ja auch möglich, dass das jetzt ein Plot-Twist wird. Ich erwarte in diesem Spiel zwar eigentlich schon keine Plot-Twists mehr, aber naja. Oh. Dieser Ort ist verlassen.
Das ist seltsam. Okay. Hä? Was steckt dahinter? Wie konnte dieser Ort verlassen sein? Aber was der Hohepriester gesagt hat, wurde wahr. Was ist hier? Tatsächlich, es ist niemand hier. Aber das sind Kisten. Ältester Mars-San. Das Dorf war nur eine Illusion. Dam, dam, dam! Hä? Das Dorf wurde wiederbelebt. Für dich. Für mich? Wiederbelebt? Heißt das, jeder in diesem Dorf war ein Geist? Ja. So wie du ein lebender Mensch warst, der... Und wenn du uns sahst... Wir dachten uns, dass du so reagieren würdest, wie du es tust. Heißt das... ist Farek auch ein Geist? Farek war ein wenig anders als wir. Geh zur nördlichen Höhle. Ah, jetzt müssen wir in die Höhle. Und du wirst einen Weg zu deinem Erfolg finden. Jaga, Ältester. Der Älteste ist verschwunden. Was für eine Art von... Okay. Aber hier sind Kisten. Ein Rubin. Eine Rubinkette. Wahrscheinlich ist das so ähnlich wie die Saphirkette für Mercury. Und eine Rubin-Tiara. Okay, das wollen wir mal sehen. Das sind bestimmt Ausrüstungsteile. Rubin-Tiara. Attacke höher. Und zwar, ja, okay. Für Sailor Mars. Und die Verteidigung wird auch besser. Einige Werte werden besser dadurch. Vor allem ausweichen. Meine Fresse. Okay. Und Speed Up. Blöder Text, weil eigentlich erhöht sich der Speed viel weniger als die Attacke. Aber okay. Und weil ich Verteidigung ganz nett finde, legen wir ansonsten noch die normale Tiara an. Ja, demnach ist es möglich, dass wir zwei Tiaras tragen. Fragt nicht, wie das gehen soll. Das ist halt so. So, ist hier noch was versteckt? Wahrscheinlich nicht. Bis jetzt hatte das Spiel es nicht so mit Schätzen, die irgendwo versteckt waren. Nee. Oh, warte mal. Da war doch noch was. Was war das denn? Kann ich da dran? Das sieht aus wie eine Kiste, aber die ist anscheinend auch nur Deko. Ah, wie doof. Also wenn es ein versteckter Schatz war, den man noch irgendwie hätte finden können, dann haben wir den jetzt offiziell nicht gefunden. Gut, jetzt zur Höhle. Ich werde jetzt aber, bis wir da sind, die Kämpfe tatsächlich Turbo machen. Also, ich will, dass die Folge noch halbwegs ertragbare Länge hat. Ach, wir müssen ja auch woanders hin, ne? Oh, ein Lunapi. Ich weiß, es ist ganz schlechter Stil, das so zu machen, aber... Naja. Uah! Phobos! Bist du in Ordnung? Phobos? Wo ist Phobos? Da ist Phobos. Du weißt, wo Farek ist? Sie kann Raben verstehen? Okay. Interessanter Hinweis. Wir sehen sie im Anime ja auch einmal mit Raben sprechen. Und da habe ich mich auch gefragt, ob sie eigentlich verstehen kann, was die sagen. Achso, den haben wir jetzt hinter uns. Nice. So wie sonst Luna. Burning Mandala! So, wo geht's denn jetzt lang? Ich gehe einfach wieder denselben Weg, der vorhin natürlich falsch war, aber jetzt wird wahrscheinlich irgendwas hier getriggert. Burning Mandala! Irgendwie die Lösung für alles. Im Zweifelsfall Burning Mandala. Oh, ist wieder so ein langsamer Kampf. Den habe ich jetzt mal übersprungen. Oh, ein Lunapi. Möchtest du speichern? Na gut, dann machen wir es diesmal so. Ich speichere das Spiel. Und den Rest vom Mars-Abenteuer sehen wir dann beim nächsten Mal.
Und dann sage ich mal, ich hoffe, das Let's Play hat euch soweit gefallen. Falls ja, teilen, Daumen hoch, kommentieren, abonnieren und was ihr nicht sonst so alles für mich tut. Und wenn nicht, dann eben einen Daumen nach unten. Was soll's? Macht mir auch nichts aus. Ich sage, ciao, ciao.